Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute Mittwoch öffnet die Saltex ihre Pforten im Messequartier in Dornbirn. Einige Einblicke dazu gibt es in der heutigen Sendung. Außerdem haben wir die besten Szenen der AHL, IHC Lustenau gegen Cortina. Und es gibt wie gewohnt die News sowie Wetterinformationen. Nach 3 Jahren Vorbereitungszeit öffnete am heutigen Mittwoch die Saltex-Messe erstmals ihre Tore im Messequartier in Dornbirn. Einige Eindrücke zur Saltex-Messe gibt's jetzt. Es freut uns sehr, dass Sie gekommen sind zu einer Premiere, einer Fachmesse, auf die wir schon ein bisschen stolz sind. Die Saltex, wir haben recht lange auf diese Veranstaltung hingearbeitet. Sie ist klein, aber fein. Heute Mittwoch fand die Premiere der Saltex auf dem Dornbirner Messegelände statt. Die Messe präsentiert zahlreiche Innovationen im Bereich Smart Textiles und Leichtbaumaterialien. Neben den 63 Ausstellern sind die Highlights sicherlich im Rahmenprogramm zu finden. Es gibt den Schwerpunkt Forschung, an dem 5 Institutionen zeigen, was es an neuesten Forschungsergebnissen und Exponaten zum Thema Smart Textiles und Faserverbundwerkstoffe gibt. Ein Besuch wert ist sicherlich auch der RinSpeed Ethos, den die Schöller GmbH und Co. KG in Halle 13 präsentiert. Intelligentes Textil als Hightech-Werkstoff ist inzwischen integraler Bestandteil in fast allen Industriebranchen und als Bindeglied kaum mehr wegzudenken. Der starke Innovationscharakter der heimischen Textilbetriebe hat dazu geführt, dass Vorarlberg nach wie vor das textile Zentrum Österreichs und gleichzeitig Innovationsmotor in der Entwicklung von Hightech-Textilien ist. Innerhalb der Textilindustrie bilden die rund 150 Stickereibetriebe in Vorarlberg das 4. Stickereigebiet der Welt. Die Region ist also der ideale Standort für ein innovatives Messekonzept wie die Saltex. Und dass gerade die Messe Dornbirn mit ihrer Vergangenheit als Textilmesse, als Textil- und Musterschau, wie es lange Jahre hier veranstaltet wurde, auf dieses Thema über Umwege wieder zurückkommt, das ist natürlich originell. Das hat uns immer wieder zum Schmunzeln gebracht. Aber ich darf hier den Herrn Professor Bechtold vom Institut für Textilchemie zitieren. Er hat gesagt, wir sollen ja nicht in die Vergangenheit schauen und uns berauschen an den Jahrzehnten, die zurückliegen, sondern wir sollen absolut nach vorne schauen. Und das ist uns auch ein Anliegen bei unserer Konzeption der Themen, dass wir zwar aus der Vergangenheit lernen, aber eben mit Innovation nach vorne blicken. Mit Innovation nach vorne blicken heißt es also auf der Messe in Dornbirn. Und das bestätigt auch das neue Messeformat, denn Saltex gewährt Einblicke in die Zukunft. Im Rahmen der Saltex findet auch zum 5. Mal das Smart Textile Symposium statt. Rund 20 Vorträge an 2 Symposiumstagen geben einen Einblick in die Zukunftsthemen Smart Textiles und textiler Leichtbau mit carbonfaserverstärkten Kunststoffen sowie aktuellen Fertigungs- und Bearbeitungstechniken. Soweit die Informationen zur Saltex. Weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Das Thema Mindestsicherung hat am Mittwoch im Vorarlberger Landtag die Wogen hochgehen lassen. Die FPÖ forderte, die Mindestsicherung zu deckeln, stand mit dieser Meinung jedoch ziemlich alleine da. Wie nicht anders erwartet, berief sich FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer in seinem Eingangsstatement der Aktuellen Stunde auf die von der grünen Bundessozialsprecherin Judith Schwendner jüngst getätigte Drohung, dass die ÖVP-Koalitionspartner in den westlichen Bundesländern mit massiven Problemen zu rechnen hätten, sollte der Weg zu Einschnitten bei der Mindestsicherung fortgesetzt werden. Medial habe Landeshauptmann Markus Wallner die Forderungen der FPÖ nach einer Deckelung der Mindestsicherung übernommen. Gehandelt wäre aber nicht. Wenn Sie mich heute nach der ÖVP-Position fragen, kann ich sie nicht beantworten, formulierte Allgäuer seine Kritik pointiert. Ein Antrag der Götzner Grünen für eine Volksabstimmung zum Thema Gemeindepark Nord wurde für zulässig erklärt. Das entschied am Montag die Gemeindewahlbehörde in Götzis. Ja, grundsätzlich ist eine Volksabstimmung ein demokratisches Mittel, das eben die Bevölkerung einbindet. Das erachten wir als an sich sehr gutes Instrument, das berechtigt ist. Am Garmarkt ist die Sache so, dass diese Abstimmung ja nicht den Garmarkt direkt trifft und schon gar nicht den Bestand und das florierende Zentrum mit Flanierzaune, sondern es geht um ein derzeit unbebautes Grundstück der Gemeinde nördlich der Landesstraße L58. Dieses Grundstück könnte eine mögliche Erweiterung von den Garmarkt bilden. Darüber wird heftig diskutiert in Götzis und das ist an sich eine gute Sache. Der Antrag zur Umwidmung des angrenzenden Areals zur Einkaufsstraße Garnmarkt war im September von den Grünen eingebracht worden. Ursprünglich sollte das ganze Grundstück bebaut werden. Stattdessen sind jetzt zumindest 40% Grünflächen vorgesehen. In dem Duell EHC Lustenau gegen Cortina ging es am Dienstagabend ordentlich zur Sache. Wir waren mit dabei und haben die besten Highlights für Sie zusammengefasst.
Auftakt nach Maß für den ERC Algelastik Lustenau im Heimspiel gegen Cortina. Die in grün agierenden Löwen von Beginn an spielbestimmend und dementsprechend überlegen. In der vierten Minute dann bereits der erste Treffer. Lustenau mit dieser guten Kombination über Winzig und Gritschinskis. Wala mit dem Querpass und plötzlich zappelte die Scheibe im Netz. Die Hausherren führten 1:0. Der ERC ließ auch in weiterer Folge nichts anbrennen, kontrollierte das Spiel und hatte alles im Griff. Nach 11 Minuten die logische Folge, Gestocher vor dem Tor der Südtiroler, Wilfan war zur Stelle und erzielte das 2:0. Die Partie schien praktisch schon gelaufen, aber die Gäste hatten die richtige Antwort. Nur wenige Sekunden nach dem 2:0 erzielten die Italiener den Anschlusstreffer. Connor wurde von der Lustenauer Defensive schlicht und einfach vergessen. Connor auf und davon und plötzlich stand es nur noch 2:1. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Drittelpause. Im zweiten Spielabschnitt wurde das bisher fair geführte Spiel ruppiger. Viele Strafen unterbrachen den Spielfluss beider Teams. Nichtsdestotrotz durften die Zuschauer in der Rheinhalle auch im Mitteldrittel einen Treffer bejubeln. Nach diesem Fehlpass in der Cortina Defensive zeigte sich Winzig eiskalt und scorte zum 3:1. Rein in den dritten und letzten Abschnitt und die Zuschauer durften sich auf interessante 20 Minuten freuen. Nach 6 Minuten im letzten Spielabschnitt verkürzten die Italiener auf 3:2. Turato war zur Stelle und brachte seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel. Allerdings schwächten sich die Gäste in weiterer Folge selbst. Der EHC Lustenau nur 2 Minuten später in doppelter Überzahl. Die Scheibe heiß, Wiedmeier behielt im Powerplay die Übersicht und versenkte das Hartgummiteil in den Maschen. Die Löwen aus Lustenau führten wieder mit 2 Toren, neuer Spielstand 4:2. Allerdings war die Messe noch nicht gelesen, Cortina stemmte sich gegen die drohende Niederlage, nahm 3 Minuten vor Schluss den Torhüter raus und agierte in weiterer Folge mit 6 Feldspielern. Dies sollte sich auszahlen, denn Caletti traf zum 4:3 Anschlusstreffer. Mehr sollte sich aber nicht mehr ausgehen und so siegte der EHC Lustenau gegen Cortina mit 4:3. Wir haben von Anfang an gewusst, die werden hart kommen, spielerisch wahrscheinlich nicht die stärkste Mannschaft in der Liga. Aber sie kämpfen bis zum Schluss, hat man gesehen. Es ist zum Schluss nochmal spannend geworden. Und es war bis zur letzten Sekunde war alles möglich. Wir gratulieren dem EHC Lustenau recht herzlich. Und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Die amerikanischen Astronauten Susan Helms und Rex Walheim sowie der russische Kosmonaut Yuri Yusachev berichteten während eines VN-Redaktionsbesuches von ihren faszinierenden Erlebnissen als Raumfahrer. Der Landtag wählt am späten Abend Reinhold Einwallner zum neuen Vorsitzenden des Hypo-U-Ausschusses. Mit ihm kehrt ein frischer, konsensorientierter Wind in das Gremium ein. Jochen Müller, deutscher Islamwissenschaftler und Pädagoge, war kürzlich in Vorarlberg zu Gast. Er sprach im VN-Interview über die Radikalisierung Jugendlicher und weshalb sie, wenn überhaupt, nur am Rande mit Religion zu tun hat. Die Nachrichten von morgen, also heute schon hier bei Ländle TV. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Ja, danke schön für den Anruf. Wir freuen uns schon auf euren Besuch am Christberg. Fertig. Und wie das Wetter den nächsten Tag wird, das sehen wir jetzt. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 1 und 9 Grad. Der Wind weht mit 5 km/h aus Südosten. Morgen Donnerstag wird es nicht mehr so sonnig wie am Mittwoch. Vor allem in den nördlichen Landesteilen überwiegt tiefe, hochnebelartige Bewölkung. Regen fällt daraus aber kaum. Am freundlichsten wird es im Wallgau und im Montafon. Am Freitag gibt es wenig Änderung. Im Norden wechselnd bis stark bewölkt mit tiefen, hochnebelartigen Wolken, aber trocken. Gegen Süden hin zeigt sich die Sonne verstärkt. Der Samstag gestaltet sich überwiegend heiter im Ländle. Am Sonntag ist es stark bewölkt bei 6 bis 13 Grad.